Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toyguide präsentieren. Heute wollen wir uns wieder ein schickes Berufstoy angucken und zwar habe ich mir hier eins vom VZ rausgesucht, einmal hier Khadgars Entzauberungsroute und dieses können wir uns einmal aus dem Auktionshaus kaufen, bei mir kostet es gerade so um die 31k. Wir können aber auch hergehen und uns das von einem Verzauberer bauen lassen. Und da müsst ihr gar nicht direkt einen suchen, sondern ihr könnt, wie auch schon bei den anderen Toys, die ich euch gezeigt habe, einfach hier in Waldracken auf den Koordinaten 34, 61 hingehen. Und dort haben wir ja diese Handwerksaufträge. Wir finden das Ganze unter Verschiedenes. Und dann könnt ihr einfach hier Khadgar eingeben, dann finden wir das Ding schon. Und ja, was braucht das Ding an Mats? Wir brauchen chromatischer Staub, 12 Stück, dann pulsierender Splitter und resonierende Kristalle, davon brauchen wir 6 und hier brauchen wir 3. Das könnt ihr euch, wenn ihr wollt, dann quasi auch anzeigen lassen. Den Stuff könnt ihr alles mal hart kaufen und dann kostet das Ganze bei mir aktuell von den Preisen nur 7000 Gold. Und zu den knapp 30.000 spart ihr euch schon einiges. So habe ich das tatsächlich auch gemacht. Gebühr könnt ihr natürlich dann noch frei aussuchen. Am besten macht ihr natürlich einen öffentlichen Auftrag. Ich habe diese ganzen Toys mir immer für 500 Gold bauen lassen. Das geht eigentlich ganz gut, weil die Leute halt ihre Request fertig kriegen wollen mit den Handwerksauftragen, beziehungsweise sie wollen halt die Skillpunkte für das erste Mal herstellen. Deswegen nehmen viele sowas auch für wirklich kleine Beträge an und ihr spart euch das eine oder andere an Gold. Jetzt schauen wir uns das Ding auch noch an. Und zwar, was macht das? Entzaubert einen Spielercharakter, okay. Muss ich da mich entzaubern oder können wir... Warte mal, da steht so einer. Oder machen wir mal den, der da sitzt. Setzen wir das mal ein. Ungültiges Ziel. Okay, ich bin auch ein ungültiges Ziel. Also die kann ich nicht entzaubern. Schauen wir mal, ob wir den hier entzaubern können. Sodala, ich habe jetzt ein bisschen nachgelesen, wie wir die Leute entzaubern können. Und zwar muss das anscheinend ein toter Spieler sein. Das steht natürlich hier nicht dran bei dem Tooltip. Ich habe jetzt meinen Hexer einmal eingeloggt und den geopfert. Und jetzt, seht ihr, kann ich den entzaubern. Und dann ist da quasi nicht mehr die Leiche, sondern einfach hier so ein Haufen voller, ja, was ist das sein, so Verzauberungsstaub, ein paar so Splitter sind da auch noch drin. Jetzt ist halt blöderweise hier blöd auf der Kante gelandet. Da können wir gleich schon mal sehen, die Texturen funktionieren eigentlich nur von einer Seite, aber im Normalfall, ne, liegt man ja flach auf dem Boden und hier nicht irgendwo so eine Kante dran. Ja, ist eine ganz nette Sache. An den Tooltips sollte Blizzard vielleicht nochmal arbeiten, aber naja, wir haben es hier rausfinden können, was wir machen müssen. Gut, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.